Gut, es sind krisenhafte Zeiten. Krieg, Krisen im Bauen, Krisen im Wohnen, Krisen bei den Zinsen, Krisen der Migration. Die Frage ist, war das eigentlich schon mal so? Also was passiert, wenn man sich mal einen historischen Blick auf diese Zeit erlaubt und versucht, mal Parallelen zu früheren Zeiten zu ziehen? Dafür haben wir jetzt den richtigen Mann bei uns. Ich würde mal behaupten, er ist Deutschlands beliebtester Historiker. Sir Christopher Clark ist hier. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Sir Clark. Ein Australier, der in Deutschland studiert hat, eine deutsche Frau geheiratet hat und deshalb auch Deutsche besonders gut kennt. Also wenn man diese ganzen Krisen zusammenzählt und das Krisenhafte in der Welt, es trifft ja eigentlich alle. Haben Sie das Gefühl, die Deutschen sind besonders ängstlich, wenn es um Krisen geht? Nee, ich glaube, alle sind ängstlich, wenn es um Krisen geht. Das ist ja, gehört mit zu den Eigenschaften von Krisen, dass sie Menschen ängstlich machen. Was die Ukraine-Frage angeht und die Zögerlichkeit, die angebliche Zögerlichkeit der deutschen Politik gegenüber dieser Krise insbesondere angeht, da würde ich sagen, das ist nichts Neues. Also schon im 19. Jahrhundert war das Land also wenn wir von Preußen jetzt sprechen, ja, von der Bundesrepublik, natürlich war Preußen zutiefst gespalten über diese Frage, ob man mit Russland gehen sollte oder mit dem Westen. Also diese Teilung der Meinung zwischen Menschen, die nach Osten gucken und Menschen, die nach Westen gucken, ist schon ein fester Bestandteil der politischen Kultur. Die geht über die Gründung der Bundesrepublik hinaus. Das ist sozusagen unsere DNA. Es ist in der DNA, würde ich sagen. Weil wir in der Mitte sitzen. Also einfach mal geografisch gesehen. Das ist die alte sogenannte Mittellage. Ja. Die Mittellage hat uns häufig nicht gut beraten. Sie sind jetzt schon bei der Ukraine. Sie blicken in Ihren Büchern auf die Geschichte Europas. Haben Sie denn damit gerechnet, dass Russland den Nachbarn Ukraine überfällt? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich dachte, als es zu diesen großen Truppenkonzentrationen kam, dachte ich, das ist alles nur Show und er will es den Ukrainern nur zeigen und NATO auch, aber dann bald zieht er die Streitkräfte zurück. Also damit hatte ich nicht gerechnet, denn bis dahin hatten die Russen ein so kluges Spiel gespielt. Nicht? Sie hatten einen Stillstandkonflikt, einen eingefrorenen Konflikt geschaffen, der für sie relativ billig zu unterstützen war und für den Westen immer geschmerzt hat. Aber nicht so schmerzhaft genug, als dass man hätte was machen wollen, gegen zum Beispiel die Besetzung der Krim, gegen die Besetzung des Donbass. Ja. Eben, also er hätte so eine Art, ein neues schmerzhaftes Gleichgewicht, sagen wir mal, geschaffen. Und die Propaganda lief sehr gut und dann hat er sozusagen Vabank gespielt und die Erklärung eines Krieges, der Angriff auf einen Nachbarstaat, ist ein Schritt durch den Spiegel. Da ändert sich alles. Das Kalkül von vorne gilt nicht mehr. Warum hat er das getan? Also Sie haben nicht damit gerechnet, weil Sie sagten, seine Situation war eigentlich gut, seine Position. Was ist das Motiv? Also in die Seele von Wladimir Putin kann ich nicht schauen. Also das ist für mich ein sehr ein undurchsichtiger Mensch. Der sich aber auch schon mal mit Peter den Großen verglichen hat. Ja, also er vergleicht sich mit vielen historischen Persönlichkeiten. Er denkt viel über die Geschichte nach und zitiert geschichtliche Episoden, aber sehr selektiv, oft ohne Kontext und sehr manipulativ. Haben wir in Deutschland vor allem ihn einfach zu lange ja nicht unterschätzt, sondern falsch eingeschätzt? Also er kam hier in den Bundestag, er hat eine Rede gehalten, wo alle dann gesagt haben, da ist einer, der möchte gerne demokratisch mit uns im Westen zusammenarbeiten. War das nicht glaubhaft zu dem Zeitpunkt? Ich finde, also das ist eine interessante Frage. Ich meine, es ist, wenn man sozusagen die andere Version der Wirklichkeit so durchspielen lässt, nicht? Stellen wir vor, wir hätten viel früher, also der Westen hätte viel früher auf ihn reagiert, dann würde man die Frage stellen, haben wir ihn provoziert, haben wir das zustande gebracht, dass er sich auf diese Weise radikalisiert hat. Ich finde, die Zögerlichkeit des Westens war der richtige Weg. Es ist so sinnvoll, langsam auf Überraschungen dieser Art zu reagieren und nicht von vornherein durch die Vorbereitung auf Schlimmeres, das Schlimmere sozusagen herbeizuführen. Obwohl natürlich Putin, was die Ukraine angeht, nie ein Hehl daraus gemacht hat, wie er sie sieht. Zuletzt noch mal tatsächlich kurz bevor dieser Krieg begann, im russischen Fernsehen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raums. Also die Ukraine gehört eigentlich zu Russland. Was sagt der Historiker?
Naja, da ist auch, das hat auch eine sehr alte Tradition. Schon 1848 haben die Ukrainer sich, oder die Ruthenen, wie sie damals hießen, sich gemeldet und gesagt, wir sind eine Nation. Das haben die alle, die anderen dann verleugnet, nicht? Und gemeint, das sei eine erfundene Nation, die würde es gar nicht geben und so fort und so weiter und so fort. Also sie, die Ukrainer haben mit dieser Diskrepanz zwischen ihrer gefühlten Wirklichkeit und der Wahrnehmung der Außenwelt schon seit vielen Generationen leben müssen. Und wenn Wladimir Putin sagt, die Krim gehört zu Russland, das ist ein integraler Bestandteil. Wie ist da der Blick darauf? Früher hätte man unterscheiden können. Vor dem Krieg war das möglich zu sagen, naja, das lässt sich besprechen, wie man mit der Krim die Krim-Frage lösen sollte. Mhm. Die Ukraine ist geopolitisch gesehen nicht ganz einheitlich. Da sind drei verschiedene Zonen. Aber jetzt nach dem Angriff, glaube ich, sind diese Fragen alle obsolet. Und es gilt, also ich verstehe vollkommen, dass es für die Ukraine nur eins gilt, und das ist, diesen Angriff rückgängig zu machen und für den Westen auch zu verhindern, dass Putin davon profitiert, dass es sich lohnt, diesen großen und gemeinen Friedensbruch zu begehen. Es gibt eine neue Sicht auf Putin, mindestens in der Ukraine. Ich würde Ihnen gerne und Ihnen zu Hause auch den Präsidenten Zelensky noch einmal zeigen, der in Amerika jetzt bei seinem letzten Besuch noch mal seinen Blick auf Wladimir Putin in einem Interview kundgetan hat. Hitler-Vergleiche. Ja. Wie ist es um diesen bestellt, um diesen Hitler-Vergleich, den Zelensky da anstellt? Also ich bin grundsätzlich gegen Hitler-Vergleiche. Man muss Putin nicht mit Hitler vergleichen, um seine Verbrechen darzustellen. Man kann sie einfach feststellen. Der Vergleich mit Hitler bringt uns nicht weiter. Er mobilisiert nur Emotionen. Ja, die ukrainische Seite kommt auch deshalb darauf, weil sie sagen, was der Putin da macht in der Ukraine, ist eine Art von Genozid, also ein Völkermord. Und sie verweisen auf Butscha, auf die ermordeten Zivilisten. Sie verweisen auf die zigtausenden Kinder, die entführt sind. Also hält das stand? Ist das ein Völkermord, der da zu verhindern gilt, der geplant ist? Ich meine, das ist eine Frage, die eigentlich Juristen werden entscheiden müssen. Und es gibt, dass es Kriegsverbrechen schon gegeben hat, ist klar, das ist eindeutig. Aber ob der Begriff Völkermord da uns weiterhilft, das kann man noch nicht sagen. Sie würden aber erst einen Moment lang sagen, nein? Nicht nein, aber ich würde mich des Urteils enthalten, bis ich mehr weiß. Ich finde, interessant ist aber auch der Hinweis auf die russische Gesellschaft. Ich verstehe vollkommen die emotionale Logik dieses Hinweises auf die Mitwissenschaft, die Komplizenschaft der russischen Gesellschaft. Aber man darf nicht vergessen, Wladimir Putin und die Leute um ihn herum sind nicht Russland. Man darf die zwei nicht miteinander gleichsetzen. Russland ist eine große europäische Nation. Die Kulturgeschichte Europas ist undenkbar ohne Turgenev, ohne Bulgakov, ohne Tolstoi und so weiter, ohne Diaghilev, ohne die Musik, den Tanz, die Kultur Russlands. Und dafür steht Putin nicht. Und wir werden auch mit diesem Russland in Europa wieder zusammenkommen müssen, da sind Sie wir überzeugt werden, davon. Genau, absolut. Und das ist in der Vergangenheit immer ein Fehler gewesen, zu vergessen, dass man mit dem Gegner in Zukunft wieder leben muss. Denn der Gegner geht nicht weg. Ja, aber der Gegner, also das ist ja auch etwas, was Zelensky sagt, der Gegner droht uns in etwas hineinzuziehen oder es könnte passieren, was ein Weltkrieg ist. Sie haben so meisterhaft in den Schlafwandlern beschrieben, wie es zu diesem ersten Weltkrieg gekommen ist. Ein so dickes Buch, in dem viele kleine Spuren am Ende in die Katastrophe führen. Haben Sie Sorge, dass das, was wir jetzt gerade um uns herum sehen, dass das aus Versehen hineinschlittern könnte in einen großen Weltkrieg? Im Moment nicht. Ich weiß, diese Befürchtung gibt es und ich verstehe sie auch. Aber wie ich das sehe, ist auf beiden Seiten immer noch genug Vorsicht, was den Einsatz von Atomwaffen angeht. Ich meine, das ist ein hoffnungsvoller Gedanke. Mhm. Also hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Das ist der Atomkrieg, aber der Weltkrieg, also dass man tatsächlich in einen großen Krieg gerät. Bisher ist da kein Indiz, dass das kommt. Ich möchte das gerne glauben. Ja. Stimmt, Russland war vollkommen isoliert, sieht jetzt weniger isoliert. Aber wer sind die Verbündeten, nicht? Iran, Nordkorea. Ich meine, wer möchte in dieser Gesellschaft sozusagen gegen die NATO angehen?
Die Frage nach der Position Chinas ist komplexer und sie wird uns in Zukunft sehr beschäftigen. Bis wir da sozusagen außenpolitisch wissen, wohin die Reise geht, macht das etwas innenpolitisch mit uns. Also es profitieren auch radikalere Kräfte, extremere Kräfte, populistische Kräfte. In Deutschland ist die AfD diejenige, die im Moment von dieser Zerrissenheit, was in die Russland-Frage angeht, extrem profitiert. Und es gibt große Sorge, dass sie stark wird. Haben wir gerade darüber gesprochen. Haben Sie Sorge, dass eine solche Partei ausgerechnet in Deutschland so stark werden könnte, wie es gerade aussieht? Schon, aber ich fand die Diskussion mit Ihren Gästen vorhin auch sehr interessant, dass Sie von der republikanischen Partei in Amerika gesprochen haben. Mhm. Was mich interessiert, ist dieses Zusammenbrechen des Konservatismus. Es gibt zunehmend viele Konservative, die nicht mehr konservativ sind. Sie wandern ab zu radikalen Alternativlösungen. Und man merkt daran, dass ein stabiles politisches System, eine stabile politische Kultur konservative Menschen braucht. Mhm. Aber sie müssen wirklich konservativ sein. Das sind die Staatstragenden, die dafür einstehen, dass es so bleibt, wie es schon immer so war, das Herkömmliche und so weiter verteidigen gegen Experimente und Wagnisse und so. Aber die Konservativen sind in diesem Sinne nicht mehr konservativ. Und man merkt, bei der Linken geht das, wenn es Zersplitterungen und Experimente gibt. Aber bei den Konservativen stört das die Stabilität des gesamten Systems. Das hat man in den Vereinigten Staaten gesehen. Mit Donald Trump? Ja. Und Donald Trump ist derjenige, der ja einfach auch sagt, wir gehen zurück zu einer großartigen Zukunft, die wir mal hatten. Und damit hat er sehr Erfolg. Und dann kommt dieser Moment, den Sie auch alle erinnern. We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. So, das ist der 6. Januar 2021, Donald Trump hat die Wahl verloren und er ruft seine Anhänger mehr oder weniger auf, Richtung Kapitol zu marschieren. An diesem Tag sollte die Bestätigung der Wahl eben im Kongress erfolgen und diese Demonstranten, diese Unruhestifter, ja, manche haben gesagt, diese Bürgerkrieger, die haben das verhindern wollen und ganz viele hatten Angst, diese große alte Demokratie könnte an diesem Tag zu Ende gehen. Hatten Sie diese Sorge auch? Ich habe erstaunt und schockiert natürlich zugeschaut, wie alle anderen auch. Es ist in der Tat ein schreckliches Bild. Da ist der QAnon-Shaman. Ja, der Schaman. Ja. Und als ich den Schaman gesehen habe, dachte ich sofort an die Revolution von 1848. Ja. Also diese Menschen, die einerseits mit karnivaleskem Stil, also spielerisch, aber andererseits todernst in ein Parlamentsgebäude einbrechen. Genau sowas hat's im Laufe der Revolution von 1848 gegeben. Damals kamen diese Einbrüche in den parlamentarischen Raum von links. Heute kommen sie von rechts. Ja, wobei nicht ganz klar ist, was links und rechts ist heutzutage in vielen dieser Gruppierungen. Wie sollen wir sie heute wieder auseinanderhalten? Ja, es ist sehr schwer. So, Ihr Buch ist heute erschienen in Deutschland. Wieder so ein dickes Buch. Diesmal eben über die Revolution von 1848. Der Titel lautet Frühling der Revolution. Und Sie beschreiben die Situation, in der die Menschen damals waren, und zwar in vielen Ländern Europas. Also Sie schreiben zerklüftete Politik, die Angst vor Ungleichheit, ein bisschen verwirrt durch einen Wandel, wo nicht klar ist, in welche Richtung geht dieser Wandel. Haben Sie sich manchmal, als Sie das geschrieben haben, gedacht, das klingt ein bisschen wie heute? Zunehmend. Also am Anfang gar nicht. Und dann, als ich mich in die Materie vertieft habe, wurden die Resonanzen mit der Gegenwart immer unüberhörbarer. Mhm. Und es nicht nur die Einbrüche in Parlamente und so, sondern auch die Sorge um die soziale Ungleichheit. Nicht? Also wenn man zum Beispiel an die unglaubliche globale Resonanz von Thomas Pikettys Buch über Kapitalismus, nicht, wo er die Frage stellt, mildert der Kapitalismus die Ungleichheit oder produziert er die soziale Ungleichheit? Gerade diese Fragen wurden im Vorfeld von der Revolution 1848 gestellt. Fragen danach, ob der Mensch ein Recht auf Arbeit hat. Was macht man, wenn die Arbeit selbst zur Mangelware wird? Wie versorgt man die Menschen mit würdiger Arbeit, wenn da keine ist?
So, und damals ist es eben in vielen Ländern gleichzeitig letztlich zu diesen Empfindungen und dann eben auch zu einer Revolution gekommen. Wie vergleichbar ist das denn mit heute, wo wir doch auch sehen, dass viele Teile eben in unterschiedlichen Ländern offensichtlich mit ähnlichen, ja, Problemen, Herausforderungen zu kämpfen haben? Und überall gibt es diese Bewegungen in Frankreich, die Gelbwesten. Also ja. Stehen wir vor einer revolutionären Phase? Wie würden Sie das sehen? Wir stehen auf jeden Fall, befinden wir uns in einer Phase, wo der Respekt vor den Prozessen den Prozeduren der Demokratie schwindet, der Respekt vor Parlamentsmitgliedern und vor Parlamenten selbst, das Vertrauen zu Behörden, zur Polizei, zu Politikern auch schwindet. Und der Grund, warum ich da eine Parallele erkenne, ist, dass 1848 meinten die polizeilichen Behörden, also die Gefahr käme von Untergrundgruppen und von Verschwörer, die dann sozusagen im Untergrund einen Umsturz planen würden. So kam das nicht. Es kam 1848 zu einer allgemeinen Enthemmung der Gesellschaft. Und das ist durchaus möglich. Ich sehe nicht die Gefahr eines geplanten Umsturzes oder eines Angriffs auf die Regierung. Ich glaube, sowas wie Januar 21 kann man polizeilich leicht regeln. Aber wenn große Teile der Gesellschaft ihr Vertrauen sozusagen zurückziehen und den Vertrag mit der Autorität, mit den Behörden kündigen, einseitig unilateral kündigen, dann kann es sehr schnell kippen. So eine Situation der allgemeinen Unordnung. Was macht Ihnen Hoffnung, dass unsere Demokratie stark genug ist, um diese Phase zu überwinden? Sie ist endlos flexibler und intelligenter strukturiert als die Regimes von 48. Nicht? Also die Regimes von 48 waren hoffnungslos überfordert und haben das sofort eingesehen. Und ein Grund, warum die Revolution so schnell gelungen ist, an die Macht zu kommen, ist, dass die Regimes sehr schnell das Selbstvertrauen, das Glauben an sich selbst aufgegeben haben. Und das ist heute anders. Das ist heute, glaube ich, immer noch zur Nacht anders. Haben. Ja, ja. Ja. Hoffentlich. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich empfehle sehr dieses Buch. Wirklich, wie viel? 1100 Seiten? So um den Dreh. So ja. Um den Dreh. Sir Christopher Clark, danke, dass Sie heute hier waren.